So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angelangt im Kapitel 3. Wir stehen hier gerade vorm Griechen. Es regnet nämlich immer noch. Sieht man vielleicht. Deswegen immer schön hier Brusthaare raushängen aus dem Wunderhelm. Wir drücken mal wieder den Professor vor und haben lande einen fabelhaften Wurf, kämpfe 15 Mal gegen einen anderen Trainer. Das ist ja mies, das kann dauern. Verwende 15 Power-Ups bei Pokémon. Ich würde sagen, wir sitzen hier irgendwas Cooles. Ein Mogelbaum. Da stelle ich euch einfach mal hier ab. Das sieht jetzt komisch aus, aber daneben. Ja, mit dem Daumen am besten nicht schießen, sondern am besten einfach mit dem Zeigefinger. Lasst euch Zeit. Zack. Im zweiten Anlauf beim Mogelbaum. Einfach fabelhaft. Ihr seht, ihr braucht gar keinen Raid-Boss dafür. Ihr macht das einfach so beim Mogelbaum. Sucht euch einen Mogelbaum. Pandimos geht natürlich auch. Sucht euch auf jeden Fall irgendwas Lustiges. Macht das und dann kann sich das Kapitel 3 ganz schön ziehen, wer damit Probleme hat. Oder wer keine 5er Raids machen kann. 15 Power-Ups könnte man auch noch machen. Die können dich wieder auf das Dings machen. Aber ich glaube, das ist schon fast voll. Das seht ihr ja da noch, die 15 Kämpfe. Mache ich, glaube ich, von zu Hause. Weiß ich nicht. Ich gucke erstmal weiter, wie ich das mache und was ich pushen kann. So, ich habe mich jetzt mal zu Hause niedergelassen, weil draußen ist es wirklich ekelhaft. Das schlimmste Wetter, was ich je gesehen habe. Keine Ahnung. Eigentlich nieselt es nur ein bisschen, aber trotzdem. Wir müssen ja jetzt gegen ein paar Trainer kämpfen. Ich habe jetzt ein bisschen gecheatet, ne? Ich habe nämlich jetzt 14 von 15, da ich mit dem zweiten Account ein bisschen gekämpft habe. Wenn ihr keinen zweiten Account habt oder kein zweites Handy, um das irgendwie zu beschleunigen, dann könnt ihr natürlich auch in der Go Battle League kämpfen, das zählt ja auch. Ich habe aber immer noch keinen einzigsten Kampf in der Go Battle League, das ist das Problem, weil ich wollte da ein Video machen, habe ich immer noch nicht. Jetzt habe ich die komplette, hier, ihr seht das momentan, hier. Ich bin jetzt immer noch Rang 1 mit 0 Siegen, 0 Kämpfen und gar nichts. Letzte Liga hier Rang 8, diesmal Rang 1, weil ich die ganze Zeit halt eben noch nichts gemacht habe. Ich wollte ein schönes Video machen. Ich wollte ein schönes Video machen dann von, jetzt habe ich es vergessen, genau, von der Superliga. Jetzt ist die Superliga schon weg, jetzt ist schon die Hyperliga da, das heißt, ich kann gar nichts mehr machen. Ich habe aber die Sabrina mal wieder gefragt und möchte jetzt einfach eine Runde gegen Sabrina kämpfen. Ihr wisst, es steht ja 1:1. Ich habe keine Ahnung, was ich hier nehmen soll. Ich wechsle mal kurz und hau hier mal drauf. Zack! Die wechselt, ich weiß nicht, was sie für Moves hat. Ich lasse es einfach mal durchgehen. Ich hoffe, das Maromai hält das aus. Kreuzhieb ist nicht so effektiv. Sehr schön. Ich habe sie nämlich extra gerade gefragt, ob sie vielleicht Zeit hat. Und sie hat natürlich sich die 5 Minuten genommen. Denn einmal habe ich gewonnen, einmal hat sie gewonnen. Das ist jetzt also die entscheidende Schlacht. Und ich stehe schon schlecht da. Denn sie hat einfach mal die Weiterentwicklung von dem Geradax. Was natürlich richtig heftig ist. Und ich habe noch nicht mal das normale Zickzacks von dem von der Galaform. Ich mache also jetzt schnell irgendwas. Bin auch abgelenkt, weil ich die ganze Zeit irgendwas rede. Sie hat sich gut aufgestellt. Das ist nicht effektiv. Das andere ist auch nicht effektiv. Schild hat sie auch nicht. Jetzt hätte man einen Schattenstoß machen können. Der wäre vielleicht besser gewesen, aber haben wir auch wieder verkackt. Ich denke dann, okay, schnell angreifen, bevor sie angreift. Drück extra Dot drauf. Dabei hätte ich Dot drücken können. Nochmal kriege ich den Schattenstoß bestimmt nicht voll. Aber wir können die Drachenklaue auch nicht nochmal machen. Also verkackt. Ich habe nur noch das Lapras, habe aber dafür noch zwei Schilde, also. Das ist also eine fixe Runde, glaube ich mal. Ich glaube, egal was ich jetzt mache, ich habe eh schon verloren. Ich bin sehr effektiv, okay, das ist schön. Wir wehren auch nochmal ab, weil sie war ja effektiv gegen mich. Das heißt, ich muss die Energie vom Lapras sparen und hoffen, dass ich sie down kriege, bevor sie noch eine Attacke machen kann. Jetzt auf den nächsten gleich Surfer. Ich weiß nicht, was sie reinnehmen. Ich hau einfach Surfer drauf, jetzt egal. Und wenn sie ihr nächstes Schild noch rausnimmt, sie hat ja noch eins. Ich habe jetzt leider gar keine mehr. Sie hat noch Pokémon, ich habe keine mehr. Ich habe nur noch das. Jetzt hat sie auch noch abgewehrt. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Ich mache Schaden. Okay.
Sie kann aber ihre Attacke machen. Ich glaube, das war's. Die hat hier Kreuzhieb, effektiv, bam. Ich hab's überlebt. Gerade so, jetzt schnell nochmal Surfer drauf, in der Hoffnung, dass wenigstens das eine noch kaputt geht. Also ihr seht, diese Weiterentwicklung vom Geradax ist auf jeden Fall auch interessant in der Go Battle League, im Trainerkampf, Alter. Das hat ihm halt einfach gar nichts ausgemacht. Ich dachte jetzt, der fällt gleich tot um, aber nichts. Nochmal Kreuzhieb, ich bin weg, das war's. Also ganz klares Ding für Sabrina hier. Zwei Pokémon hat sie noch übrig. Ich habe nichts, dafür habe ich jetzt meine Aufgabe fertig mit 15 Kämpfen. Hätte ich lieber mit dem zweiten Account nochmal gemacht. Aber ich dachte, ich kann euch hier noch was bieten. Das sah jetzt aber schlecht aus. Ich glaube, ich muss mal mein Team anpassen, den aktuellen Tierlisten, der aktuellen Meta. Irgendwas, denn hat sich so viel jetzt geändert, auch gerade durch die Galar-Pokémon und andere sind hochgerutscht, andere Attacken, andere sind weggerutscht. Bevor ich mich also irgendwann wirklich in die Hyperliga reinstürze bei der Go Battle League und da ein Video mache, muss ich nochmal mein Team anpassen, muss ich nochmal genau schauen. Dankeschön also an Sabrina und von wegen, sie ist so schlecht, sie hat es doch hier gemacht, ganz eindeutig. Jetzt brauche ich nur noch was zum Pushen. Ich weiß immer noch nicht, was ich pushen soll, deswegen ich fange mal kurz was und melde mich gleich zurück, wenn ich weiß, was ich pushen soll. So, ich habe mir jetzt was überlegt. Ich habe ja die ganze Zeit immer das Darkrai gepusht. Das möchte ich auch noch weiter pushen, deswegen suchen wir nochmal hier Darkrai. Ihr seht, das ist schon nach WP sortiert. Das ist hier auch ein 98er, glaube ich, genau. 98er, 15, 15, 14 vom 4.5. Das wollen wir jetzt fertig pushen. Ich hoffe, die Bonbons reichen. 56.000 Staub, 78 Bonbons. Das können wir jetzt also auf das Maximallevel pushen, auf Level 40. Sind aber nur 6 Pushes gewesen. Wir brauchen also immer noch welche. Müssen uns noch was anderes suchen. Und ich habe mir gedacht, weil wir es letztens im Livestream davon hatten, das Pokémon, was so hochkommt, das Regigigas, da habe ich nämlich hier noch 3 Stück übrig. Die haben alle das gleiche Level, das sind alle Wettergeboostete auf Level 25. 3034, 3047, 3087. Natürlich ist das höchste dann das beste, weil es ja alles das gleiche Level ist. Ist ein 96er, leider nur mit 14 Angriff, 14, 15, 14. Aber ich habe damals schon so viele Bonbons gesammelt. 322 Regigiga-Bonbons habe ich jetzt hier. Und ich weiß nicht, wann das nochmal zurückkommt. Irgendwann gibt es das vielleicht nochmal als Shiny. Dann ist vielleicht nur das Shiny wichtig. Aber ob ich dann noch einen 98er mit 15 Angriff bekomme oder einen 100er vielleicht. Also einen 100er würde ich vielleicht sogar nochmal maxen. Bis dahin kann aber noch so viel Zeit vergehen. Und ich habe den schon so lange jetzt hier auf der Hand liegen. Das heißt, ich push den einfach jetzt komplett bis zum Limit. Das sind 220 Bonbons. 194.000 Staub, der kommt dann auf 4.322 und an sich macht man mit dem ja eh nichts weiter, weil Typ Normal ist einfach so gut wie für nichts zu gebrauchen, sagen alle. Den pusht ja einfach nur, dass der hohe WP hat und ob der jetzt 96 oder 98 ist, da ist der Unterschied so gering, das macht nur hinten die letzte Ziffer aus, deswegen kann ich den getrost pushen auf Level 40 mein Regigigas, damit ich den auch mal da oben mit dabei habe. Hier, der kriegt 1235 dazu, ist jetzt bei 4322. Und wenn wir jetzt mal in die Liste gucken, von den höchsten Pokémon ist er jetzt theoretisch auf Platz 2. Also hier ist er auf 3, aber von den Pokémon an sich noch besser ist also nur Letterking, aber Letterking auch nutzlos. Dann Regigigas, würde ich sagen, ist besser als Letterking, obwohl es nicht so hoch kommt. Aber was richtig krass ist, natürlich das Mewtwo, denn das kommt nicht nur hoch, das ist auch wirklich stark. Das hat sich also geändert, der ist jetzt hier hochgerutscht. Wir können aber noch die Kapitelbelohnung abholen, hoffe ich. 30 Hyperbälle, 500 Staub, eine Pokémon-Belohnung, da sind wir mal gespannt. Ein Floink, gut, vorhin war Otaro drin, jetzt ein Floink. Im Endeffekt, im nächsten Kapitel gibt es dann noch Serpifeu. Also das auf jeden Fall sehr überraschend. Die sitzen doch eh überall rum die ganze Zeit. Was will ich die jetzt noch aus der Aufgabe bekommen? Da fand ich das Flampion auf jeden Fall. Flampion?
Fand ich auf jeden Fall besser, hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Obwohl von den drei Startern hier das Floink meiner Meinung nach das coolste ist. Hat aber auch schlechte Werte. Wir holen noch die Kapitelbelohnung ab. Nochmal 500 Staub, nochmal 500 Erfahrungspunkte und ein geheimnisvolles Pokémon erscheint. Ein Elezeber. Damit macht ihr eigentlich auch nicht wirklich was, also das ist bestimmt auch bei manchen nur ein Pokédex-Eintrag oder halt, um sich da ein paar Bonbons noch mitzunehmen, aber an sich jetzt nichts Besonderes. Da ist das Floink, glaube ich, noch interessanter gewesen, aber das fand ich schon nicht interessant. Das war's aber jetzt trotzdem. Wir bewerten es nochmal kurz. So, das war's auf jeden Fall jetzt mit Kapitel Nummer 3. Wir melden uns wieder im Kapitel Nummer 4. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.